Hey Leute, willkommen zur diesjährigen Testserver-Session. Dieses Mal, wie auch die letzten Male, geht es wieder um die beiden neuen, nennen wir sie mal Energiewaffen mit Einfriereffekt, die Shredder und die Pulsar. Die Waffen vom Design her sind gleich geblieben, nur hat Pixonic wieder mal an den Zahlen rumgeschraubt und wie ich es ja schon prophezeit hatte letztes Mal, anhand der Tatsache, dass ja, scheinbar der Trend dahin geht, alle Waffen einfach OP zu machen und nicht als das zu verstehen, was sie eigentlich sind, weil meines Erachtens, das wisst ihr ja, sind das reine Supportwaffen, also Unterstützungswaffen und müssen demnach nicht so viel Schaden machen, aber das scheint den Usern, die das Formular gefunden haben, ich habe es nicht gefunden letztes Mal, und die Waffen wahrscheinlich nicht getestet haben, egal zu sein. Die haben einfach gesagt, ja, macht stärker, macht stärker, macht stärker, und das ist passiert. Also kommen wir zur Shredder auf Level 8. Haben wir jetzt 640 Schadenspunkte. Gut, das ist weniger als zuvor, aber auch nur marginal weniger. Das waren, glaube ich, vor 650, jetzt sind 640. Also das macht den Kohl nicht fett. Dafür wurde die Reichweite von 350 Metern auf 500 wieder erhöht. Das war ja ganz zu Anfang so. Ist jetzt wieder der Fall. Allein das macht die Waffe ja schon ja, stärker, in dem Sinne, dass man nicht mehr nah an den Gegner ran muss und sich der Gefahr aussetzt, in den Nahkampf zu müssen oder halt mit der Orken oder der Taran zu konkurrieren. Nee, man kann jetzt wieder auf Midrange mit der Waffe schießen. 12,5 Kugeln pro Sekunde, 40 Schuss Munition, das ist gleich geblieben. Aber was sich auch wieder zum ja, Richtung OP verändert hat, ist die Nachladezeit. Das waren letztes Mal noch 5 Sekunden, sind jetzt 3 Sekunden. Also man sieht ja, dass die Damage per Cycle, also der Schaden pro Minute, dadurch um 40% steigt, weil man eben nicht so lange nachladen muss. Und auch die Wahrscheinlichkeit, jemanden einzufrieren, hat sich erhöht von zuletzt 2,6% auf 4,2%. Das heißt, auch die Fähigkeit ist stärker geworden. In der Dauer hat sich nichts geändert. 5 Sekunden Einfrierzeit, das ist gleich geblieben. Aber so bis auf den marginalen Schaden oder die marginale Schadensreduktion ging alles, der ganze Trend wieder Richtung OP. Ein ähnliches gilt für die Pulsar. Die Pulsar hatte zuletzt 780 Schadenspunkte pro Ladung, jetzt sind es 960. Also auch da hat man kräftig nach oben gedreht. Fast, ja, fast 25%. Die Reichweite nach wie vor 600 Meter, 4 Ladungen pro Sekunde, 24 Schuss Munition. Also das ist genau wie das letzte Mal, man hat einfach nur den Schaden erhöht. Und der Rest ist auch gleich geblieben. Nachladezeit 5 Sekunden. Wahrscheinlichkeit zu routen oder jemanden einzufrieren 4,8%. Dauer 5 Sekunden. Ja, also auch da hat man, da haben die Spieler das missverstanden, was diese Waffe eigentlich bedeutet. Zumindest meiner Meinung nach. Ihr könnt da gerne anderer Meinung sein, aber ich bin der Meinung, es ist eine Supportwaffe. Und eine Supportwaffe muss nicht massiv Schaden machen. Dafür hat sie eine Fähigkeit. Das ist die erste Waffe, oder die beiden sind die ersten Waffen, die eine besondere Fähigkeit haben. Dann müssen die nicht noch massiv Schaden machen, weil dann, gut, das könnte natürlich die Absicht von Pixonic sein, einfach noch mehr OP-Zeug rauszubringen, das Leute unbedingt dann haben wollen, damit sie wieder für teuer Geld an den Mann bringen können. Das mag natürlich auch der Beweggrund sein, aber irgendwo müssen ja diese Meinungen hergekommen sein. Und nachdem ihr gesehen habt, das letzte Mal, es hat außer mir so gut wie keiner, also vielleicht jeder tausendste Spieler, diese Waffen benutzt, um da überhaupt eine Meinung sich bilden zu können. Insofern gehe ich davon aus, dass die meisten einfach von Grund auf gesagt haben, hier macht OP, mehr Power, mehr Leistung, mehr Druck. Naja. Okay, auf jeden Fall waren das die Themen von heute und die Daten. Jetzt gehen wir noch schnell durchs Line und Setup und dann auch schon direkt in den Kampf. Ich habe den Strider mit reingenommen. Letztes Mal hatte ich ihn auch dabei, da noch mit Ember. Dadurch, dass sich jetzt die Reichweite der Shredder erhöht hat, musste ich natürlich eine andere Waffe nehmen mit vergleichbarer Reichweite. Also hat die jetzt eine. Der kleine Strider jetzt an der Avenger obendrauf. Der Perseus ist gleich geblieben. Drei Shredder, einfach nur um zu zeigen, wie die. Ja, man könnte natürlich sagen, hätte auch den Patton nehmen können, aber der Perseus kann sich ein bisschen schneller bewegen. Dann seht ihr wenigstens mal, was drei von diesen Dingern auf einen Streich können. Dann neu, letztes Mal hatte ich den Mercury mit drin, dieses Mal den Hover. Einfach um mal eine andere Variante, weil ich könnte sonst nur. Es gibt keine.
Ja, sonst würde die Kombination genauso aussehen wie auf dem Strider. Ja? Zwei Shredder, eine Avenger, deswegen habe ich gedacht, ich bringe was anderes rein. Ein Shredder, zwei Punisher T auf dem Hover. Dann noch einen Inquisitor in der gleichen Ausstattung wie das letzte Mal. Zwei Pulsars und eine Dragoon. Und schließlich noch den Spectra, ebenfalls wie letztes Mal. Mit vier Pulsars, einfach nur um die massive Power zu zeigen, die das Ding jetzt hat. Okay, das war's. Also auf in den Kampf. Und da geht's auch schon los. Es ist ein Team Deathmatch auf dem Mond. Ja, womit fange ich an? So, ich nehme mal den kleinen Perceiver rein. Damit kann man gut Gegner nerven. Ah, da ist mal einer, der das System verstanden hat. Also nicht der Spectre mit den Tarans, das ist einfach wieder das alte Zeug. Schön OP. Aber der da vorne, der hat genau wie ich die Waffen kombiniert. Ach, Alter. Da laufen drei Leute rum und ich bin derjenige, der das abkriegt. Ich meinte, diesen kleinen Kumio, der hat verstanden, das zu kombinieren. Eben eine der neuen Waffen mit. Mit einer der alten Waffen einfrieren und nutzen, um den Gegner zu treffen damit. Genauso soll es sein. So. Da läuft irgendwas rum. Ach Gott, ein Spectre. Mit Vortex, natürlich wieder das alte Zeug. Es ist echt so selten, dass die Leute das neue Zeug nehmen. Der eine, wie gesagt, hat es genommen, hat es verstanden, wie es funktionieren soll. Und direkt gelootet. Jetzt schauen wir mal, wie das mit der Avenger zusammenpasst. Ja, doch, ganz gut. Ja, da schießt auch schon mal Flux. Der hat auch nichts Neues drin und ja, da haben wir eine Eier und noch irgendwas. Ach Gott, geht mir der mit seiner Chimäre auf die Nerven. Die dümmste Waffe, die ever erfunden wurde. Diese Chimäre. Die verpunkern sich da hinten und Hauptsache neues Zeug. Altes Zeug, Entschuldige. Entschuldigt. Ja, gut, der hat jetzt nicht weiter mit drauf, aber da hinten steht sonst nur. Altes Zeug. Das ganze alte OP-Zeug. Steht da hinten. Das macht natürlich richtig Laune, den zuzuschauen. Na, wenigstens habe ich mal einen von den Spielern rausgenommen. Der ist auch weg. Da hat einer das neue Leo-Modell mal aus dem Schuppen geholt. Also bis auf einige wenige, die mal so einen Shredder reingenommen haben, habe ich bisher noch nichts gesehen an neuem Zeug. Den Pulsar schon gar nicht. Und die Shredder auch nur. Ach, das. Okay, ich werde wieder das gesegnete Opfer. Sehr merkwürdig wieder. Da hat jemand einen Punch ausgebracht. Keine Ahnung, was drauf. Ja, der hat drei Schotter drauf, deswegen war ich eben auch selbst eingefroren.
Ach, ich bin alleine, sehr spannend. Da noch einer da. Da frage ich mich doch, was mit meinen ganzen Leuten passiert ist. Naja. Weil ich nicht da drüben spawnen, das macht keinen Sinn, da stehen viel zu viele rum. Dann spawne ich mal hier. Und ihr seht, für eine Angriffswaffe, für eine eigentliche Supportwaffe hat die inzwischen so einen Bums. Ja, ich war eingefroren, als ich gerade springen wollte, das ist natürlich sehr spannend. Dieser Dreck. Was finden die Leute daran, im Hintergrund zu stehen, also wirklich am Arsch der Welt, nichts vom Spielgeschehen mitzubekommen, sondern nur irgendeinen anzuvisieren, der halt irgendwo zufällig rumsteht? Ne, also da geht für mich sämtlicher Reiz dieses Spiels verloren, wenn ich wirklich nur hinten rumstehe. Sehr spannend, der will unbedingt mich, der ist einfach mal an einem Kollegen vorbeigelaufen. Haha, wie geil ist das denn? Da spielen inzwischen alle zusammen. Okay, da ist einer mal mit einer, der auch mit der Pulver schießt. Eine Schande, das ist sogar einer, der mit einem Hydra Spec durch die Gegend springt. Naja. Okay, da ist ein Doc, der hat jetzt auch mal die Pulse rausgeholt, aber okay, wenigstens ein paar mehr als das letzte Mal und trotzdem noch sehr, sehr dünn gestreut, die Nutzer dieser neuen Waffen. Aber ich denke, die nutzen das auch erst seitdem die Waffen mehr Power haben und eben nicht mehr nur Supportwaffen sind, sondern auch Angriffswaffen. Okay, ich habe mich ganz gut geschlagen. Irgendwie einer ist, oder zwei sind direkt aus dem Spiel rausgegangen, die hatten wohl keine Lust mehr. Die anderen, ja, so lala. Der Name ist ja toll. Fuck me, please. Sehr schön. Geht auch nur auf dem Testserver sowas. Ja. Meine Meinung, klar sind die Waffen jetzt stärker, aber so waren sie nie gedacht. Ja, meiner Meinung nach waren das reine Supportwaffen. Man muss Supportwaffen oder Waffen mit einer Spezialfähigkeit nicht so weit verstärken, dass sie quasi die mächtigsten Waffen auf dem Platz werden. Das macht doch keinen Sinn. Ja, ich meine, was kommt als nächstes? Nach dem Einfrieren, dann kommt dann auch Explosionsgeschoss oder was. Ich schieße und wenn ich dann auf den Knopf drücke, explodiert der Gegner. Ich hoffe, ich habe jetzt Pixonic keine Ideen geliefert. Ja, ich weiß nicht. Also, meiner Meinung nach hätte es diese Power-Erhöhung nicht gebraucht. Ja? Ich habe ja schon mehrfach gesagt, entweder kombiniere ich selbst diese Supportwaffe mit anderen Waffen, um eben es meinen anderen Waffen, den stärkeren Waffen zu ermöglichen, ins Ziel zu gehen. Oder ich bin derjenige aus dem Team, aus dem Squad, der diese Waffen hat und es den anderen in meinem Team ermöglicht, mit ihren starken Waffen den eingefrorenen Gegner leichter zu erledigen. Dafür sind für mich diese Waffen gedacht und nicht für das, wie es jetzt gerade abläuft. Aber gut. Ansonsten bin ich überrascht, dass viele Leute wieder zu den neuen Waffen gefunden haben auf dem Testserver. Wie gesagt, wahrscheinlich auch nur deswegen, weil die jetzt so stark sind, die Waffen, und man tatsächlich etwas machen kann. Vorher waren die uninteressant, das scheint der allgemeine Tenor zu sein. Waffen sind nur dann interessant, wenn sie massiv stark sind. Andere Waffen finden ja gar keinen Anklang mehr, weil dann müsste ich ja mehr machen, als nur auf den Gegner schießen, auf möglichst große Distanz. Ich müsste mich ja taktisch über das Spielfeld bewegen, ich müsste mich an den Feind annähern, ohne dabei drauf zu gehen.
Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass keiner mehr will oder dass es keiner mehr kann. Ich gehe mal von letzterem aus. Ja, naja. Aber genug meiner Rede. Ihr habt gesehen, was ihr sehen solltet. Ihr habt beide Waffen gesehen. Ihr habt gesehen, wie sie sich im Kampf darstellen. Die Daten habe ich euch geliefert. Bildet euch bitte eure eigene Meinung. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch oder noch besser über ein Abonnement freuen oder Empfehlung an Freunde, dass es diesen Kanal gibt. Werbung schadet ja nie. Und ansonsten bleibt nichts weiter als ja, euch zu sagen, habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.